sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Heidenei. Ich finde keine Ostereier. Heidenei, aber auch. Ach, ihr seid ja auch schon da. Ja, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, habt ihr Lust mit mir auf Ostereiersuche zu gehen? Schön. Dann würde ich sagen, ich gehe mal dahin, wo ich hingehöre, hinter der Kamera, und wir suchen dann nach den Ostereiern. Also, würde ich sagen, bis gleich. So, ich hoffe, euch hat das kleine Anfang, der kleine Anfang gefallen. Also jetzt nochmal ganz offiziell das Baustellenmagazin. Ja, ich habe gedacht, ich mache auch mal was Spektakuläres und melde mich einfach mal so vor der Kamera. Ja, und passt auch jetzt gerade hier in die Zeit rein. Und ich würde sagen, laufen wir um die Baustelle rum und suchen heute mal hier ein paar Ostereier. Vielleicht finden wir ja welche oder vielleicht auch nicht. Aber spannende Sachen sehen wir auf jeden Fall hier. Ich würde sagen, hier habe ich schon was entdeckt. Da schauen wir doch mal glatt rein hier. Und dann wissen wir mehr. Übrigens, ich bin mal seit Monaten wieder hier in 1 Nord, weil sich ja hier in der letzten Zeit eh so wenig verändert hat. Ja, wie wir jetzt hier sehen, haben sie jetzt hier aufgefüllt bis zu dem Eingang da oben hin. Aber jetzt hier an der Baustellenwand hier haben sie noch nichts aufgefüllt weiter oder noch gar nichts aufgefüllt. Da bin ich doch auch mal gespannt, wann das hier das Fall sein wird. So, und dann würde ich sagen, ich gehe mal auf die andere Seite von der Straße und dann schauen wir mal, was da drüben für alles Neues gibt hier. Also jetzt übrigens, die Jägerstraße ist jetzt beidseitig befahrbar, also anscheinend keine Einbahnstraße mehr. Ja, und hier kann man lesen, feste Fahrbahn, Talquerung, AG S21, Bahnbaugruppe, natürlich hier, wer es gemacht hat, na, und Zipli natürlich, na. So, ja, was gibt es hier Neues? Also hier, wo die provisorische Jägerstraße war, da ist immer noch der Schotter. Aber ansonsten, ich glaube, da gehe ich mal ein Stück weiter nach vorne hier. Ansonsten hat sich hier nicht sehr viel verändert. Materiallager, da drüben stehen die Container für die Schienenbauer oder Gleisbauer, besser gesagt, schätze ich mal. Aber sonst hat sich hier nichts weiter verändert. Ich würde sagen, gehen wir mal wieder auf die andere Seite und schauen uns die andere Seite von dem Portal hier an. Übrigens, wer zum ersten Mal auf meinem Kanal ist, hier in 1 Nord fangen die Zulauftunnel an, gehen dann praktisch von 2 Tunnel auf 8 Tunnel. Ja, auch hier hat sich nicht sehr viel verändert. Also gibt keine Veränderungen, außer diese
Metallwände, sage ich mal, für was die sind, habe ich leider keine Ahnung. Wer es weiß, das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich bin da jetzt leider ein bisschen ahnungslos. Ja, ansonsten gibt es hier wirklich nichts Neues zu sehen. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal auf die andere Seite rüber. Vielleicht gibt es doch da noch ein bisschen was Neues zu sehen. Aber so wie es aussieht, nichts Neues hier in BA 2 und 3. Aber jetzt für alle, die neu immer dazukommen, der Tunnel, der geht hier unter der alten Bahn drunter durch. Die hat man auf Stelzen gestellt und hat dann den Tunnel einfach drunter durchgebaut. Für alle, die jetzt sagen, dann ja, da hätte man ja auch abreißen können. Ja, hätte man können, wenn man es hätte dürfen. Ja, weil die alte Bahndrehzone, die steht leider unter Denkmalschutz und muss daher erhalten bleiben. Und das ganze Gelände hier ist übrigens auch schon verkauft an einem Investor, der hier ein Hotel draus machen will, aus dem schmucken Kästchen hier, sage ich mal. Ja, und wartet jetzt eigentlich bloß noch auf die Freigabe, dass er bauen kann. Ja, und somit muss halt erstmal die Bahn wieder dieses Grundstück freigeben, ja, dass die Leute dann auch weitermachen können, aber das wird noch ein bisschen dauern. Weil die Bahn braucht ja auch noch irgendwie Flächen, wo sie was lagern können und so weiter und so fort. Ja, und das wird dann hier sein. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal darüber. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch noch viel zum Sehen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, der Blick jetzt hier in BA9 geht natürlich jetzt auch erstmal auf K27. Und da würde ich jetzt mal von der Totalen in reinzoomen. Mal schauen, ob wir was sehen hier. Also man sieht schon mal hier die senkrechten Armierungsstäbe. Ja, das Vierkant hält sich für die untere Unterbewehrung. Ja, und der Baustelleninspektor ist natürlich auch vor Ort hier. Schaut sich K27 genau an hier. Ja, und jetzt kommt hier langsam aber sicher die kleine Hutze ins Bild. Ja, oben vom ITS hat man halt auch nicht ganz so einen guten Blick auf K27. Also, das sieht ja schon mal sehr gut aus, was man jetzt von hier aus sieht. Ja, und wie man sieht, liegen hier auch noch einiges an Schalungen rum. Ich denke mal, die werden verwendet für die gekrümmte Seitenwand. Zumindest mal einige davon. Also es schaut doch schon mal sehr gut aus. Ja, und hier haben wir schon mal eine ausgepackt hier. Also, ich würde sagen, ich gehe mal weiter um den Wohnungsbau herum und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, hier drüben sieht man die Schalung erstmal für K25. Da muss jetzt noch eine angelegt werden.
Dann gehe ich mal noch ein Stück weiter rüber hier. Dann sieht man hier die Schalung für R14. Guten Tag. Tag. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die schönen Filme, die Sie immer machen. Ah, freut mich. Von Hemmes Alp TV. Richtig. Ja, ich gucke ja auch mal auf YouTube. Das freut mich. Für gute Zuschauer habe ich sogar noch was dabei. Aber Sie waren lange krank. Ja, leider. Was haben Sie gehabt? Ganz starke Grippe habe ich gehabt. Und zwar die neueste, wo es gibt. Ja, ich habe mich zwar gegen Grippe impfen lassen, aber es hat nicht ganz geholfen, ne, weil für den... Das war ja praktisch ein halbes Jahr oder was, he? Wo Sie krank waren. Nein, das war knapp 6 Wochen. Länger nicht? Nein. Ich hab ja, bloß da war als schlechtes Wetter nicht zum Film. Ja, genau. Da war ja als schlechtes Wetter. Erst war schlechtes Wetter und dann... Da war der Mofa kaputt? Der Mofa ist immer noch kaputt, der Roller. Da kaufen wir jetzt einen neuen, das habe ich Schnauze voll. Ja. Sie machen ja Fotos von der Baustelle. Videos. Weil heute im Radio kam, das fragte auch nicht. So, jetzt noch geschwind ein bisschen Werbung gemacht hier. Also, hier sieht man jetzt noch ein Stück Schalung für R14 und da würde ich sagen, gehen wir mal noch ein Stück weiter nach drüben. Das ist natürlich heute der perfekte Tag, um noch ein bisschen Werbung für meinen Kanal hier zu machen. Ja, und hier sieht man auch noch ein Stück von dem Zulauftunnel, der hier gebaut wird noch für Bahnsteig 1. Also das wird hier dann so rüberlaufen. Und jetzt gehe ich mal gerade noch ein Stück rüber, vielleicht verwische ich noch was, aber ja, ein kleines bisschen kann ich noch hier erwischen. Also das geht hier so rüber und dann wird da praktisch R14 angeschlossen. Und dann beginnt aber hier auch schon hier dann demnächst dann hier auch B3 müsste das sein. Also da wird dann hier demnächst B3 gebaut werden. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe mal weiter und sag bis gleich. So, jetzt hier auf dem Ferdinand-Leitner-Steg angekommen. Schauen wir mal erstmal hier in Richtung Hauptbahnhof und nur sieht, hat sich hier nicht sehr viel verändert. Ja, der eine Stahlträger ist jetzt raus, der liegt jetzt hier drüben. Ja, ansonsten hat sich nicht sehr viel verändert, außer dass jetzt hier 2 Fahrspuren verschwenkt wurden. Und das schauen wir uns mal drüben an. Sobald wir rüber können hier. So. Ja, jetzt wurden diese Drei Spuren sind hier rüber verlegt und dann kann man hier drüben mal anfangen, diesen Abschnitt hier drüben zu öffnen. Ich denke mal, dass man hier dann anfängt. Und dann nachher die 2 Fahrspuren wieder rüberlegt. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen. Ja, und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ach so. Was vergessen? Da gehen wir noch ein Stück rüber hier. Erstmal den Radfahrer, die Radfahrer vorbei. So.
So, also wie ihr schon beim Hubertsheim-Video gesehen habt, vom Montag am Wirt ist es. Die Schadung ist jetzt mittlerweile dran. Ich habe gedacht, wenn ich hierher komme heute, wäre es schon betoniert, aber leider noch nicht der Fall. Ich denke mal, nach Ostern, Dienstag, wird es hier betoniert werden. Also wenn ihr das Video seht, dann praktisch morgen wird es wahrscheinlich dann betoniert. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, heute schauen wir auch noch mal, was hier eigentlich die Straße hinter dem Entrauchungsbauwerk hier im Süden macht. Also, hier der Rechtsabbiegerpfeil ist mittlerweile dran. Hier gibt es schon Markierungen für den Fußgängerüberweg. Und natürlich auch hier oben gibt es jetzt mittlerweile eine Haltelinie für die Ampel, wo da oben ist. Da haben wir es ja schon im Blick. Ja, und statt Randsteiner gibt es hier diese Betonpoller, sage ich mal. Also, das wäre jetzt hier eigentlich soweit fertig. Denk mal, wird demnächst auch befahrbar sein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt mal noch von hier aus ein Blick in die Montagehalle. Und da zoome ich mal rein voll. Und dann mal schauen, ob da wieder was drin liegt. Und man kann auch übrigens diese Montagehalle hier, oder konnte man besichtigen, weil wenn das Video kommt, wenn ihr das Video seht, dann ist ja der Tag der offenen Baustelle schon lang vorbei. Also hier liegt auch wieder was eingelegt an Armierungsstahl und das geht natürlich bis hier runter. Also das schaut schon mal gut aus, würde ich sagen. Muss dann bloß noch betoniert werden. Und hier sehen wir schon mal die ersten Teile hier, wo sie gemacht haben. Also da muss dann auch bloß noch eine Folie drüber. Oder nee, das ist, nein, das ist ein Stück von dem alten nördlichen Steg. Und die anderen sind ja von der Ferne gucken. Genau. So, hier sieht man heute auch mal ein Fertigteil, wo nicht abgedeckt ist. Also kann man dran vorbeilaufen, oder konnte man dran vorbeilaufen beim Tag der offenen Baustelle. Ja, und ich würde sagen, ich gehe mal weiter zur BA21 und sage bis gleich. So, jetzt mal noch ein Blick in BA21 und hier sieht man schon wieder ein bisschen mehr Armierungsstahl als beim letzten Mal vor knapp einer Woche. Schauen wir mal jetzt hier drüben rein, also auch hier ist schon wesentlich mehr Armierungsstahl wieder reingekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal noch ein Stück weiter rüber. Ja, natürlich muss hier noch einiges an Armierungsstahl rein. Aber ich würde mal sagen, mit ein paar Stangen sind sie schon auf die letzte Lage zugegangen, aber natürlich fehlt da noch einiges.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wie versprochen, jetzt mal ein Blick aus der Totalen raus. Also weiter rauszoomen kann ich nicht mehr. Also schauen wir mal erstmal hier drüben hin. Also hier ist die Außenwand. Dann kommt hier eine Zwischenwand. Und dann kommen hier zwei Zwischenwände hin. Ja, hier drüben ist die vorletzte Zwischenwand. Ja, und das Eingeschaltete da drüben habe ich letztes Mal gesehen, aber erst zu spät ist, wo ich zu Hause war, im Video selber ist schon betoniert. Und jetzt haben sie hier die Woche das letzte Stück betoniert und da würde ich jetzt auch mal gleich mit dem Zoomen anfangen. Das untere Stück kriege ich natürlich jetzt nicht rein. Da müsste ich jetzt auf die andere Seite mich stellen. Aber das mache ich nicht wegen dem Autoverkehr. Hier kann ich ein bisschen sicherer stehen. Also hier, das hier ist betoniert. Und hier drüben, das Stück ist auch schon betoniert. Muss halt bloß noch die Schalung weg. Ja, und dann hier, zoome ich noch mal ein bisschen raus hier. Also diese Zwischenwände hier sind eigentlich soweit auch schon abgeschlossen. Das heißt, da fehlen eigentlich bloß noch die Abstandhalter. Das kann man jetzt hier auch sehr deutlich sehen. Bei dieser Armierung hier, dass hier eigentlich nur noch die Abstandshalter fehlen. Na, Display ein bisschen drehen. Also hier fehlen bloß noch die Abstandshalter. Dann wäre es eigentlich soweit abgeschlossen. Dann gehen wir mal noch ein Stück weiter rüber hier. Dabei zoome ich noch ein bisschen raus. So, also diese Zwischenwand hier sieht auch soweit fertig aus. Müssen also auch bloß noch die Abstandshalter ran. Ich denke mal, das wird alles nach Ostern gemacht werden. Ja, und hier drüben diese Seitenwand, die muss noch angegangen werden. Ja, was ich jetzt gerade noch entdeckt habe, hier geht Anschlussarmierung nach oben, das heißt, hier wird wahrscheinlich noch was drauf gebaut, weil hier sind nicht so gebogene Armierungen, sondern hier stehen sie senkrecht nach oben und das praktisch über die ganze Fläche hier. Das heißt, hier wird wahrscheinlich eine Erhöhung kommen. Ja, dann bin ich auch schon wieder durch hier am BA23 und dann würde ich sagen, bis gleich. So, also bei dem Rettungswagen im Hintergrund hörbar, kann man nur gute Besserung wünschen. Ja, nach dem Abstecher kurz in den südlichen Bereich bin ich jetzt auf dem Ferdinand-Leitner-Steg wieder zurück. Und wir schauen jetzt hier praktisch von der Totalen aus auf D4 und unten rum laufen natürlich jetzt die Besucher von der tagoffenen Baustelle vorbei. Und ich zoome mal rein. Also, hier hat sich doch schon einiges verändert und der einzigste weiße Fleck, wo ich hier sehe, ist noch hier. Also das stimmt so, aber das kann auch was anders sein, weil das ist die Unterbewehrung und dann müsste ja praktisch hier hinter diesem Brett die Oberbewehrung sein. Also
ist das hier auch schon in Arbeit. Wir sehen, jetzt sehen wir es richtig, dass sich die Oberbewehrung, die muss noch gemacht werden. Also das ist der einzige weiße Fleck, wo ich hier sehe. Ansonsten sehe ich hier keinen weißen Fleck mehr. Außer da hinten. Aber das ist auch schon ein fertiges Stück. Und dann kommt ja hier auch nochmal von einem Kelch. Ja, also das ist jetzt mal hier die Bewehrung von D4 und da ist jetzt auf jeden Fall die Unterbewehrung soweit oder fast drin. Fehlt bloß noch die Oberbewehrung. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder von direkt vorne. Also bis gleich. Ja, jetzt stehe ich hier praktisch vor D4. Und ich kann jetzt leider hier den Abschnitt von dem Zulauftunnel nicht filmen, also nicht von der Nähe aus filmen, da sind einfach zu viele Moment, ich glaube, ich war zu weit oben. Ah, hier ist er. Aber ich krieg's nicht so nicht. Ja, also jetzt kann man es nur erahnen. Ich werde das auch morgen nochmal richtig filmen. Also wenn ihr es anschaut, habe ich es heute gefilmt, ja. Von der Nähe dann, wenn ich drinnen bin. Und da ist der Zulauftunnel und jetzt gehen wir mal ein bisschen nach rechts rüber. Und dann haben wir hier den Rest von D4. Aber das kriege ich auch jetzt nicht durch zu viele Bauzäune nicht richtig rein hier. Aber das habe ich ja schon so oft gefilmt hier. Also, das ist hier am Laufen. Ja, und dann gucke ich mal, ob ich hier was einfangen kann. Von hier aus. Ja, am besten ich filme das dann von drinnen. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal weiter hier den Steg entlang und melde mich gleich wieder. Bis gleich. Oh, jetzt mal von hier aus noch ein Blick auf D4. Also, das ist hier der Bereich vor dem Südausgang und weiter hinten ist ja die Armierung schon soweit abgeschlossen. Da sind sie auch schon fertig mit der oberen Lage hier, wie man hier sieht. Also, übrigens für alle, die neu auf meinen Kanal kommen, das sind 32 mm Stäbe und das blaue sind draufbare Schrauben, die Muffen, wo dann die Anschlussarmierung dran geschraubt wird.
Ja, und hier sieht man ja eindeutig, dass da schon die Oberbewehrung drin ist. Na, noch ein paar fehlen, aber nicht mehr viel. Ja, und im hinteren Bereich, da fehlt oder fehlen noch, ja, fehlt noch eine Lage, dann wäre das auch drin. So, jetzt zoome ich wieder raus, bevor böse Kommentare kommen wegen Wackeln. Ja, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal weiter und schaue noch was. Also, bis gleich. So, ein paar Container sind natürlich auch wieder dazugekommen hier auf dem Abraumplatz vom Filtertunnel, wo man jetzt dann zurückgebaut hat. Oder auch hier hinten hat man noch ein Stück dazugenommen für Bürocontainer. Ja, und natürlich hier bei einem Tag auf einer Baustelle natürlich bestens fürs leibliche Wohl gesorgt, wie man sieht. Also darf natürlich alles nicht fehlen hier. Alles, was das Herz begehrt hier. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, von hier aus jetzt auch nochmal ein Blick in die Montagehalle. Und auch hier zoome ich mal rein. Also hier kann man sehr deutlich sehen, dass hier gerade noch einige Teile armiert werden und einige auch schon fertig armiert sind. Und die sind dann nachher für die geschwungene Hohlwand in den anderen Bauabschnitte. Ja, und dann blicken wir mal runter, was da unten so alles gibt hier. Na, jetzt sehe ich natürlich hier nur, aber ich muss da noch ein Stück weiter runter. Genau, jetzt bin ich richtig. Also hier sehen wir ein Stück von der Filztalbrücke, wie sie die gebaut haben. Daneben sehen wir das ganze Streckennetz hier. Also, wir sagen bis gleich. Oh, bevor es jetzt in die Baustelle geht, von hier aus noch ein Blick auf die Bauarbeiten hier. Also hier mal noch ein Blick so drüber hier. Ja, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal in die Baustelle und sage bis gleich. So, das ist der nächste Tag hier. Ja, also hier ist jetzt die tagtaufende Baustelle und ich würde sagen, ich gehe mal mit dem Peter hier rein. Und es freut mich, dass der Peter natürlich mal hier ist. Ja, lange hat er es geplant und noch nicht geschafft. Na, haben wir gerade beraten, vor Juni letztes Jahres war er hier, das letzte Mal. Ja, und jetzt will er mal sehen, was sich so verändert hat. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein mit ihm und dann sage ich, auf geht's. So, die erste Station ist natürlich erstmal hier Monatsbau.
Und dann würde ich sagen, laufen wir jetzt einfach mal hin. Ja, ja, und hier sehen wir noch ein Stück Wand von dem südlichen Steg, der jetzt hier gerade abgebaut wird. Muss ja weichen, wie ihr wisst, wegen den zwei Kältestützen, wo hier gebaut werden noch müssen. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Beginnt dann praktisch die offene Seitenwand, also das hier wird noch die geschlossene Seitenwand werden mit dem K15, wo hier gebaut wird, aber dann beginnt aber auch hier schon der Eingang und das ist der Kältefuß K15 und dahinter sehen wir K16. Ja, wenn wir jetzt mal die Kamera noch ein Stück weiter rüber drehen, dann sehen wir hier die Galeriestütze für K15. Ja, und das ist dann die erste offene Kelch sozusagen, wo hier gebaut wird. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Stück weiter. Ja, das hier wird wahrscheinlich für Lampen oder für den Verteilersteg sein. Das müssen wir schauen. Ja, und hier sehen wir übrigens R7 in voller Pracht, mal direkt von unten. Ja, und dann würde ich sagen, laufen wir mal ein Stück weiter. Das, was wir jetzt hier übrigens sehen, das sind die, dürfen ruhig nochmal vorbeigehen, kein Problem. Das sind hier die angedeuteten Oberlichter, wo wir anfangs dachten, die würden ja ganz durchgehen. Aber wie wir festgestellt haben, es war doch nicht so. Man hat ja drüber betoniert. Ja, und jetzt kommen hier halt normale Lampen rein und das sieht dann genauso, denke ich mal, genial aus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein Stück weiter nach vorne und schauen uns das Ganze hier noch weiter an. Thank you.
So, jetzt mal noch ein Blick hier einfach über die Bahnsteighalle. Ja, und hier sehen wir noch eine Scharnung. So, dann schauen wir doch einfach mal noch ein bisschen von weiter links. So, hier sehen wir dann auch die Galeriestütze für K21. Die haben wir hier und die ist ja auch schon fertig und da wurde ja gerade die Schalungseinheiten aufgebaut. Und die sehen wir jetzt dann hier drüben, die Schalung für K21. Ja, und der beste Blick auf übrigens Keltschuh 26 haben wir natürlich von unten. Und das zeige ich euch aber später, weil ich habe mir eins geschworen, ich gehe von 1 bis 14 und mache mal alles durch. Ich zeige euch alles heute, alles. Ihr braucht auf nichts verzichten. Und übrigens, so sieht die neue Bahnsteighalle nachher aus. Also hier im Bonatzbau könnt ihr das dann hier so sehen. So, dann würde ich sagen, wir haben fast freien Blick in den Bonatzbau. Und dann werfen wir doch mal hier einen Blick rein. Ja, da hebe ich doch am besten mal die Kamera ein bisschen nach oben, um euch etwas zu zeigen, weil da ist gerade eine Führung und ich möchte den Leuten ja nicht vor der Nase stehen. Deswegen mal ein Blick von hier aus. Aber ihr seht ja auch in der Webcam, wie das dann hier aussieht. So, dann würde ich sagen, gehen wir dann gleich mal weiter. So, jetzt haben wir hier mal jetzt den Blick hier auf den Bereich, der jetzt schon betoniert wurde, der untere Bereich. Zwar ist es der Zulauftunnel hier vom Gleis 1. Ja, und mittlerweile wurde sogar schon hier an der Seite begonnen. Das ist mir gestern noch gar nicht so aufgefallen. Oder es war über Nacht Heinzelmännchen da. Das kann man jetzt mal sehen, wie man möchte.
Aber hier, schaut mal, sind die ersten Armierungsstäbe drin. Also zumindest mal zwei Lagen. Und dann gibt es hier noch die gebogenen nach oben. Also die Biegung ist jetzt hier definitiv weg. Und es ist auch kein Geländer mehr zu sehen. Also Wahnsinn, Leute. Ja, ich denke, wenn das so weitergeht, wird hier in zwei Wochen bestimmt betoniert. Und ich denke mal, aber das ist nur meine Vermutung, nagelt mich bitte jetzt nicht darauf fest, was ich gesagt habe, sondern es ist nur meine Vermutung, dass sie ganz, also die Hälfte von D4 hier mit diesem Bereich zusammen betonieren. Aber ist nur meine Meinung, bitte nicht sagen, er hat gesagt, ne? Sondern es ist meine Meinung und deswegen nagel mich nicht fest, kann auch vier Wochen sein. Ne? Aber es ist nur meine Meinung und da würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Also, bis gleich. Ja, ich habe gerade festgestellt, zwei Menschen, ein Gedanke. Ja, bei dem Südausgang ist es ja so, dass der jetzt in BA 22 nach oben geht. Ja, und der Peter war gerade mit mir einer Meinung. Wir haben ja gedacht, es geht noch ein unterirdisch weiter zur neuen Haltestelle Staatsgalerie. Aber das ist leider nicht so. Hätten uns ja gewünscht, dass es da noch einen kleinen Gang gibt zur neuen Haltestelle Staatsgalerie. Aber so muss man jetzt halt eben nach oben und dann wieder nach unten gehen. Aber hier sehen wir auf jeden Fall mal den Tunnel oder den zukünftigen Tunnel zum Ausgang Süd. Ja, und dann hat ja der Hubert schon oft gefilmt. Ich habe es noch nicht gefilmt. Ich habe es bisher verpennt. Und zwar hier die Öffnung für den Notausgang. Ja, und wie der Hubert schon richtig gedeutet hat, haben sie hier jetzt die Treppe betoniert und der Notausgang, der wird nachher bündig werden mit dem Ausgang hier vom Südausgang, dass man dann einfach von hier aus weiter raus kann. Also hier ist der Ausgang, der Notausgang. Nicht, dass jetzt wieder Diskussionen kommen und fragen, wieso zwei Ausgänge. Das ist der Notausgang. Also, bis gleich. So, wir haben jetzt den neuen Fußgängertunnel von den Bahnsteigen zur S-Bahn. Ja, und wenn wir jetzt mal ein bisschen runterschwenken, dann sehen wir jetzt hier mal die neue Haltestelle Mittnachstraße, wie sie später mal aussehen sollte. Ja, wenn wir ein bisschen weiter rüber schwenken, sehen wir hier einen Tunnel, der hier gebaut wurde. Und das ist der S-Bahn-Tunnel. Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt sehen wir hier mal so ein Fertigteil für die gekrümmte Hohlwand. Und wie ich ja schon öfters erwähnt habe, sind da an einem Ende zumindest Stahlplatten dran. Zoome ich mal rein. Jetzt weiß ich bloß nicht, ist das die Ober- oder Unterseite, aber das muss man sehen. Auf jeden Fall ist hier eine Stahlplatte drin. Zum Befestigen. Und von der Hinterseite zeige ich euch auch geschwind, gibt es nur zwei Löchlein und ich denke mal, diese zwei Löchlein werden wahrscheinlich für Armierungsstäbe sein. Dass man dann praktisch das Ganze via Armierungsstab befestigen kann. Aber ich kann mich natürlich auch täuschen, aber das sehen wir alles, wenn es soweit ist. Also das hier ist jetzt auf jeden Fall mal ein Fertigteil von ja, 8 bis 10 vielleicht. Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, Musik darf natürlich hier auch nicht fehlen.
Morgen, spüch die Atmen. Ich kletter hoch, weit hoch auf Gedankenberg. Bleib neben mich. Was ich gestern war und was ich heute bin. Bewusst und unbewusst, dass alles in den Weg ist. So, dann sag ich mal bis gleich. Ja, und hier kommt der nächste Eingang dann hin. Eingang zum Schlossgarten. Er wird dann hier angeschlossen. So, und jetzt geht's runter in die neue Bahnsteighalle. Die Verbauern kommt natürlich noch weg hier, wenn die Rampe hier wegkommt. So, jetzt haben wir hier vor uns, haben wir den Kelch 17, der vor kurzem betoniert wurde, am 5. Februar. Leider war ich da krank. Ja, jetzt mal hier richtig zu sehen, die Öffnungen, wo das etwaige Grundwasser, wenn es mal eines gibt, wo hier in den Bahnhof laufen könnte, dann in den Bahnhof hochdrücken könnte, hier reinlaufen kann. Ja, und hier oben, da wird dann praktisch die Fertigteile für die gekrümmte Hohlwand angeschlossen. Da dürfen wir ruhig durchgehen, so groß sind sie nicht. So, und da kommen die dann dran und werden dann einfach hier nach unten geführt. Aber das zeige ich euch gleich bei den freigelegten Fahrbahnen, wo die Gleise dann hinkommen, noch mal besser. Ja, wie gesagt, hier K17 noch abgestützt, sage ich mal, aber das wird demnächst dann auch wegkommen, sobald hier diese Schwindgasse D9 geschlossen ist. Die wird ja gerade im Moment armiert. Ja, das zeige ich euch dann nachher noch von oben viel besser, weil ich gehe mit dem Peter ja noch darauf, na, auf die Dachterrasse vom ITS, weil er hat ja seinen Fotoapparat dabei, dann kann er noch geniale Fotos schießen von oben. Und dann zeige ich euch das Ganze nochmal, weil das habe ich ja gestern nicht gemacht, das mache ich aber heute. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal hier entlang. Und hier nochmal die Einschaltung für die Schwindgasse D9, die ja hier jetzt im Moment armiert wird.
auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas entdecken können in diesem Loch. Na, wo ist? Also, man sieht ein bisschen was, aber leider kann ich nicht weiter höher, weil irgendwann ist auch mein Kabel zu Ende. Ich muss mir mal ein Mikro mit Sender kaufen, dann kann ich euch alles in der Höhe zeigen. Ja, und wie gesagt, hier oben werden die Fertigteile angeschlossen für die gekrümmte Hohlwand. Ja, und jetzt hat mich der Peter vorher gefragt, warum er das mit Fertigteilen macht. Und das, was ich ihm dann erklärt habe, klang für ihn logisch. Normalerweise hätte man es auch dann anders machen können, dann hätte man nicht so viele Fertigteile gebraucht. Und zwar könnte man das alles mit der Schalung machen. Bloß die letzte Schalung, die wäre dann für immer eingeschlossen. Das heißt, man könnte sie nicht mehr rausholen. Man hätte auch da dann ein Fertigteil einbauen können und alles andere mit der Schalung machen können. Aber jetzt machen sie alles hier komplett mit den Fertigteilen. Und dann spart man sich das Ein- und Ausschalen. Und das war dann für den Peter auch logisch, ne? So, jetzt kommen wir hier in einen Bereich, wo schon die Verfüllung wieder rausgenommen wurde. So, die gekrümmte Hohlwand, die wird ungefähr bis zu diesen Latten laufen, denke ich mal, kann aber auch ein bisschen weiter nach links enden, aber so in dem Drehraum wird es dann laufen. Ja, und hier wird dann Gleis 8 eingebaut. Und wie man sieht, die Verfüllung ist soweit rausgenommen in diesem Bereich. Ja, und dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter. Ja, übrigens da hinten, da haben wir K8, wenn mich nicht alles täuscht. Also das, was man jetzt hier schon mal sieht, das sieht doch schon mal so genial aus. Und Leute, das ist ohne Licht. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich zoome mal extra noch ein Stück weiter raus. Also hier kommt nur das Tageslicht im Moment rein. Also wer jetzt immer noch sagt, der Bahnhof wäre zu dunkel, den verstehe ich absolut nicht, weil hier wird man garantiert tagsüber kein Licht anhaben. Und dann würde das Ganze so aussehen. Und ich finde es so genial, ja. Gegensatz zu dem heutigen Bahnhof, ja, den übrigens auch der Peter, der übrigens mal vor Jahren hier in der Gegend von Stuttgart gewohnt hat, in Binnenden, ja, findet den heutigen Bahnhof übrigens auch hässlich, hat er mir gesagt. Eigentlich im Vertrauen, aber ich mache es jetzt öffentlich. Na, aber man darf ja auch alles sagen, was man denkt. Ja, und würde sagen, jetzt laufen wir mal weiter. Ups. War ein kleiner Absatz. Ja, jetzt stelle ich mal die Kamera noch ein bisschen höher, weil jetzt kann man das sehr gut sehen.
Also ich denke mal, ich zoome mal rein, dass diese Löchlein definitiv für die Verteilerebene sind oder sogar für die Lampen sind. Und dann haben wir, na, wo haben wir es? Zoome ich nochmal ein Stück raus, um zu finden. Dann haben wir hier ja auch nochmal ein Löchlein. Ja, und dann gibt es ja hier noch welche mit Schraubgewinde, wie ich jetzt von hier unten gesehen habe. Und da wird wahrscheinlich die Verteilerebene angeschraubt, denke ich mal. Also, so sieht es aus. Ja, und die anderen Löchlein, wo man jetzt hier sieht, übrigens, ich denke mal, dass die von der Schalung sind, beziehungsweise das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, nicht. Aber die ganzen anderen Löchlein, oder vielleicht kommt da auch noch Lampen oder so hin, das muss man sehen. Auf jeden Fall sieht es schon mal so genial aus. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter. Ich zoome noch mal ein Stück raus, weil das war ja noch nicht alles, was man hier sieht. Ja, hier sieht man jetzt nochmal Kältstützen auf Bahnsteig 3. Ja, und dann dazu noch die Kranaussparung. Das ist D3, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und hier auch schon die Verfüllung rausgenommen bei Gleis 6 und 7. Also, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Da sind jetzt irgendwelche Schalungen noch abgestellt worden. Ja, da würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter. Ja, Peter, nächste Möglichkeit, dich fotografieren zu lassen. Ja, jetzt mal noch von hier aus ein Blick auf die Schalung für D4, die jetzt hier gerade armiert wird. Okay.
damit. Junge, kenne ich dich da aus? Nee, leider nicht. Ich kann so ein Bild wieder mit der Person drauf haben. In Ruhe. Aber ich will noch nie dieses Sport. Kampagne. Ist kein ausgewählt, was? Also Kampagne. Sport. Da ist vielleicht kein Film mehr drin. Da ist wirklich der Nein. Kann vielleicht jemand gucken? Vorsichtig! Kann ich noch so Papier reinmachen, so Filmrolle vielleicht? Keine Ahnung. Muss irgendwie Papier drüber sein. Ich kenne mich leider mit dem Zeug gar nicht aus. Das stimmt nicht an dem. Dann bin ich doch den Kopf leer. Peter? Du darfst mal von mir ein Foto machen. Bitte. Nicht sie, er. So. Kannst du wieder machen. Warte mal, so. Hast du alles drauf? Ja. Perfekt, perfekt. So. Für meine Autogrammkarten. So. Für mich alles Neuland hier. Ja, so hast du es noch nicht gesehen, ne? Nee. Also vor zwei Jahren war wesentlich weniger. Ja, aber na? Ob man es jetzt in echt sieht oder auf dem Video sieht. Richtig. Da war gerade mal BA 15 war gerade mal angefangen. Na? Ja, aber mal live hier ja. Persönlich hier zu stehen. Ist der Wahnsinn, oder? Ja. Nur dass er sieht. Ja. Ja, aber hier sieht richtig. Oder halt nur auf dem Ausschuss. Ist ja schon viel wert für so ein Video, aber richtig. Mal selber hier. So, und jetzt stell dir das mal so bildlich im Kopf vor. Ist alles fertig. Ja? Ja. Wenn man es hier live hier drin sieht, kann man das auch noch mal wesentlich mehr die Videos auch verstehen. Ja, dann kann man sich auch das bildlich vorstellen, wenn es ja jetzt schon fertig wäre. Ne? Ja, oder halt auch. Und versteht man auch. Der Radler hat die Platten. Naja, komm vor. Ja, und wenn man hier reifen, steht da hinten schon. Ja. Der steht da hinten schon. So. Sieht größer als Autoreifen.
Ja. Ach, da haben sie Gemünschspiel gemacht, da hätte ich eine exklusive Führung gewinnen können. Ich habe es leider zu spät gelesen, sonst hätte ich mitgemacht. Wann habe ich es gelesen? Am Donnerstag habe ich es gelesen. Na, ich dachte, okay, zu spät. Zeug hier rauszuholen. Ja, ja. Ja. Ja, hier bei Gleis 1, man kann es zwar nicht sehen, aber haben sie auch schon angefangen, die Verfüllung rauszunehmen. Ja, schauen wir mal, wie das dann weitergeht. So scharf. Das sieht so hell aus. Strohle von Fuppi, das sieht so toll aus. Spitze. Unglaublich. Ja, aber in Wirklichkeit sieht es genauso hell aus. Was ist Ihr Kanal ist auf YouTube? Genau. Darf ich fragen? Hemmes Alp TV. Ah. Und hier ist auch mein Bahnsteiglauf. Hier genau. Ist auch mein Gleiser. Hallo? Hallo? Junger Mann, hallo! Mal Visitenkarte. Zum Reinschauen. Das sind nur Kühlmaterialien. Da nicht nackt weggestrahlt. Da für die Schiene, hier die Schiene. Genau, das kommt weg. Ja, kommt. Die Schiene nur im Moment für Arbeiter mit. Genau, genau. Also hier Bahnsteig ist hier. Genau, Bahnsteig ist da drüben. Der Wiese, genau. Und hier die Schiene. Die genau, genau. Aber gut, mir gefällt dieses Bild so hell, aber bei mir gilt man nicht. Aber doch, wir haben schon. Haben Sie schon? Wir haben schon ein paar Monate mit Ihnen gesprochen darüber. Ah ja, stimmt, genau, genau, genau. Ich war mit dem Fahrrad, heute bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Ah, gut. Auf Bietigheim, 38 Kilometer Rad gefahren. Wow. 2 Stunden und dann hier 3 Stunden gelaufen schon. Wow. Das tut mein Weh schon weh. Von Heimweg geht mit der S-Bahn? Nein, mit dem Fahrrad. Wieder mit dem Fahrrad? Wow. Man, wenn schon. Nicht nur reden, sondern tun oder machen und ich mache reden. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Schätzen Sie, wie alt? Ah, ich schätze mal so Ende 50. Ende 50? Ja. Das wäre 60. Sie werden Ihre Angabe wäre Ende 50 wäre 60. Genau, so in den Dreh rum. Wie? 73. 73? Wow. Respekt. Nein, warum nicht? Auch Respekt, ich doch. Ich will nur gesund bleiben. Andere interessant für mich. Ich bin wenig Schmerz, wenig Medikament oder wenig Arzt. Aber wenn man so fit ist mit 73, so eine Strecke fährt, ich glaube, wow. Wenn man wirklich will. Okay, gut, dann bleib gesund. Ja, Sie auch? Wow. Fährt 35 Kilometer. Heute zu Fuß, oder? Nein, mit dem Fahrrad. So. Vom Bietigheim bis hierher und jetzt wieder zurück. Ja, vielleicht. So, hier kommen wir an den nächsten Kelch vorbei.
Ja, und hier stehen noch einige Schalungen rum. Ich denke mal, für K15 werden die sein. Weil ich denke, genauso wie der Hubert, dass K15 als nächstes hier angegangen wird. So, und hier sehen wir jetzt mal eine Schalung für die Seitenwand. Dann zoome ich mal ein bisschen raus. Also das sind schon Dimensionen hier und auch hier oben gleich mit Biegung. Ja, dann haben wir hier Keltfuß 16. Ja, und hier vorne kommt R18 hin und der wird ja praktisch auch offen, der geht hier dann bis hier rüber und wird dann hier praktisch an die Seitenwand angeduckt hier und bildet auch gleichzeitig hier den Eingang zum Schlosspark. Ja, und hier drüben, da gehe ich mal noch ein Stück weiter rüber. Da sehen wir dann die Galeriestütze. Beziehungsweise die ist für den Randkelch und die Galeriestütze für 18 wird dann dritt. Wir nähern uns langsam, aber sicher. Jetzt zoome ich am besten noch mal raus, dass ich weiß, wo ich hin muss. Genau, da wird die Galeriestütze für R18 hingebaut und schließt dann praktisch der Restkelch hier drüben an. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Das ist jetzt halt einfach mal der Blick von unten, nicht immer nur von oben. Ja, und dann haben wir jetzt hier die nächsten Kelche hier, wo hier fertiggestellt wurden. Ich zoome mal noch ein bisschen weiter raus. Das müsste jetzt nach meines Wissens K14 sein hier. Und K13 ist dahinter. Ja, dann haben wir hier Kelchhus 15. Mit seiner Galeriestütze hier oben. Ja, und da wird dann noch ein Stück
geschlossene Wand angeschlossen und hier in diesem Bereich ungefähr findet dann die Öffnung für den Eingang Königstraße an. Ja, dann würde ich sagen, laufen wir mal ein Stück weiter. Von hier unten schauen wir uns natürlich auch mal noch R7 an. Natürlich stehen da jetzt noch Schalungen rum. Aber das, was man jetzt schon mal sieht, ist genial. Und dahinter die Deckenplatte der Loge. Ja, und das will ich natürlich euch auch nicht verschweigen, weil das habe ich jetzt gerade zufällig gesehen hier. Und zwar, da wird nachher die Verteilerebene angehängt. Also das soll die Verteilerebene halten, wo man dann nachher drüber läuft. Und da gibt es dann hier auch noch mal etwas dazu, das nicht. Na, da haben wir es. Also, da werden diese Haken angeschraubt, sage ich mal, um die Verteilerebene
zu halten. Ja, und der Blick, den möchte ich natürlich euch auch nicht verweigern, sage ich mal. Ich stehe jetzt übrigens hier auf Gleis 3 sozusagen. Und das hier ist jetzt der Blick zu den Galeriefenstern. Also das sieht doch schon mal echt sagenhaft aus. Ja, mal von hier unten noch die zweite Deckenplatte der Loge, wo bis jetzt fertig ist. Also die wäre jetzt hier oben. Also das sieht doch schon mal echt klasse aus hier. Ja, wenn man jetzt mal so schaut auf diese Kelchstütze hier, dann sieht man mal, wie geschwungen das alles hier ist. Ja, und das, was man jetzt hier sieht, das ist übrigens Schwindgasse D6, die wahrscheinlich jetzt demnächst auch noch angegangen wird als nächstes, um das Ganze jetzt zu schließen. Ich war ja in der Meinung, dass man das schon längst macht, aber haben sie doch noch nicht angefangen. Und übrigens da drüben haben wir jetzt K13. So, wir nähern uns dem nächsten Randkelch, nämlich hier vorne K21. Hat er jetzt seine Schalung bekommen und wird wahrscheinlich auch demnächst angefangen zu armieren. Und das wird voraussichtlich der letzte Kelch sein mit Öffnung zum Bonatzbau. Also das kann man jetzt hier sehr schön sehen. Im Hintergrund
die Öffnung. Und ich denke mal, das wird definitiv der letzte Kelch sein mit dieser Öffnung. Hat sich auch ein bisschen Grünspan angesammelt. Ja, ja. Also hier hat sich ein bisschen Grünspan angesammelt, aber ich denke mal, das wird dann auch weggemacht werden, beziehungsweise das wird wahrscheinlich verschwinden hinter dieser Hohlwand und dann sieht es sowieso keiner mehr. Und hier auch nochmal die Öffnungen jetzt für alle, die hier immer auf meinen Kanal neu dazukommen. Wir sind ja hier im Grundwasserbereich. Jetzt muss ich bloß natürlich ein Stück rüber gehen, sonst komme ich nicht durch den Bauzaun. Oder gehe ich ein Stück weiter vor am besten. Dann habe ich es vielleicht besser. Aber wo haben wir jetzt? Jetzt ist das nächste Weg. Hier haben wir. Also für alle, die immer wieder neu dazukommen auf meinen Kanal, diese Öffnungen sind gewollt, falls das Grundwasser den Bahnhof hochdrücken sollte, kann das Grundwasser hier praktisch ablaufen und hinter der Hohlwand entlanglaufen bis BA19. Da gibt es kleine Öffnungen, wo das ganze Wasser wieder ablaufen kann. Hat aber leider keiner gefilmt. Aber ich glaube zu wissen, dass man diese Öffnungen vom BA21 aus sehen kann. Wenn ich nächstes Mal wieder auf der Stadtbahnseite stehe, werde ich mal schauen und dann werde ich es für euch extra filmen, weil die sind nämlich immer am Rand, also einmal auf der rechten und einmal auf der linken Seite. Aber wie heißt es schön, auf die kleinen Details schaut eigentlich niemand. Ja? Und das ist halt immer das, was ein bisschen in Vergessenheit gerät. Ja? Aber wenn ich nächstes Mal wieder bei der Stadtbahn bin, schaue ich extra mal und dann nehme ich es auf. Versprochen. Ja, da habe ich mich mit Hubert schon diskutiert, weil da drüben muss es Abläufe geben, weil sonst würde das ganze Wasser in den Bergmännischen Tunnel reinlaufen. Ne? Und dann haben wir uns mal Gedanken gemacht, wo könnte der Ablauf sein. Ne? So, jetzt mal noch ein Blick auf den Sonderkelch 24 und nicht wie der Hubert gestern außersehen gesagt hatte, mit Kranaussparung, sondern mit Aufzugaussparung, die man jetzt hier sehen kann ein bisschen. Aber da hat er sich außersehen versprochen, hat es aber auch gleich wieder korrigiert. Und für alle, die noch einen Job suchen, hier kann man immer arbeiten, wenn man möchte. Deutsche Bahn macht es möglich. deutschebahn.com einfach informieren und bewerben. Dann könnt ihr Elektronikerbau und so weiter werden. Also mal ein bisschen Werbung machen für die Deutsche Bahn, dass ein bisschen Geld reinkommt. Bleiben wir schon stehen.
So, und von hier aus nochmal K24. Und nochmal erwähnt, das vordere, das macht man mit der Schwindgasse. Das wäre jetzt zum Betonieren einfach zu dünn. Ja, hier kein Stütze für K23. Beziehungsweise K22 müsste es, glaube ich, sogar sein noch. Und hier vorne dann K23. So, dann werfen wir mal noch geschwind einen Blick auf Kelchfuß 26. Ich habe euch ja gesagt, der einzigste Blickpunkt im Moment ist von hier unten aus. Und wie ich gestern beim Hubert sein Video gesehen habe, er aber es nicht registriert hat, sieht man nämlich hier schon Abstandhalter. Ja, wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Oder habe ich mich gestern verschaut? Nein, ich habe mich nicht verschaut. Hier ist er. Der Abstandhalter. Also, Kelchfuß 26 ist armiert. Das heißt, es gibt keine Kelchfüße mehr zum Armieren. Das heißt, hier wird demnächst die Schalung drankommen. Und was ich gestern gesehen habe, weil ich bin ja ein aufmerksamer Zuschauer bei den Kollegen, es sind sogar schon die Rüttler oben an den Kelchfuß befestigt. Das heißt, der letzte Kelchfuß wird garantiert nächste Woche oder übernächste Woche betoniert. Das ist der da hinten, genau, der jetzt so eingerüstet ist. Ne? Wenn Sie jetzt eine Kamera dabei hätten, dann könnten Sie richtig drauf zoomen, dann würden Sie auch die Abstandhalter sehen. Ja. Mit dem Handy kommt man leider von hier aus nicht so arg weit. Ja, überall das nicht. Nein, das ist ja jetzt hier noch der Baubereich. Ne? Aber ich gebe Ihnen mal eine Kettle mit. Können Sie mal reinschauen. Von der ganzen Baustelle bis nach Ulm haben wir hier alles dokumentiert. Das ist der letzte Kelchfuß. Und 8 Kelche müssen Sie noch machen. Ja. Also wenn man jetzt den Kelch hier wegnimmt, Kelch 27, dann sind es bloß noch 7. Ja.
Ja, also die wollen ja bis Anfang nächsten Jahres fertig sein. Mit dem Rohbau. Ich habe nichts anderes gesehen, nur von Rohbau. Ne? Weil da muss man ja heute vorsichtig sein. Ne? Hast du Obliv gewechselt? Ja, wir sind ja näher davor. Wow, das da. Mhm. Das? Standard. Ah ja. Da habe ich beide zu Hause gesehen. Ja, ja. Ich habe mir zu Hause noch einen Drang runter. Das habe ich leider vergessen. Einzelpack gestern. Ja, weißt du, welche Leute ich hasse? Die mit ihrer Kamera angeben. Aber du Gott sei Dank nicht. Ich bin mit dem. So, jetzt muss ich bloß eine Pause machen. Ja, und hier sieht man dann noch K27 in der Armierungsphase. Ja, und daneben ist K28. Wie ihr wisst ja schon seit Ewigkeiten auch schon fertig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Jetzt kommt der traurige Teil, Leute. Wir gehen jetzt wieder raus von der neuen Bahnsteighalle. Aber wir gehen ja noch wohin. Aber das sage ich jetzt noch nicht. Lasst euch überraschen. Bleibt bitte dran bis zum Schluss. Dann würde ich sagen, setzen wir uns mal in Bewegung. Ja, ja. Nee, nee. Da erwartet einer einen Regen. Ha? Da erwartet einer Regen. Das könnte möglich sein, ja. Ja, ich habe Regen gekauft. So. So, hier sieht man dann nochmal, wie eine Geldstütze gebaut wird. Also dann haben wir hier zum ersten Mal die Anschlussarmierung vom Bahnsteig aus. Wenn man jetzt ein Bild nach unten geht,
Dann sieht man die Bewährung vom Geldschuss. Ja, und dann hier oben sieht man dann die Kelche. Es gibt einen Vollkelch, einen Randkelch und einen Restkelch. So. Also, Gesamthöhe 10 Meter, Durchmesser 32 Meter, Durchmesser Lichtauge 15 Meter und Betonlänge wären 660 Kubik. Und dazu bin ich jetzt mal rein. So, dann sieht man jetzt hier mal das Ganze, wenn das hier fertig ist. Die Fläche ist dann weg. So, hier ist dann die Informationen, wo man sich das angucken kann. Und da kann man dann einfach den Code abscannen. Die Glaskuppel hat eine weitere Funktion. Diese Stahlgitter, wo die Glaselemente drin sind, die lassen sich auch öffnen. Ja, das heißt, die dienen der B-Lüftung endlich Worst Case entlaufen. Ja, das heißt, wir So, jetzt schauen wir doch einmal von hier aus noch mal in die Bahnsteighalle
Also, so sieht es hier aus. Mal noch alles mitnehmen, was zum Mitnehmen ist hier. So. Besucherzentrum. Ja, Freunde, da würde ich doch auch mal vorbeischauen, ob das gebaut wird oder ob das schon fertig ist. Schaue ich mal, wird bestimmt auch interessant. Hubert hat es ja gestern schon gefilmt. Ja, und hier sieht man, von wann bis wann, Donnerstag bis Sonntag, 10.30 Uhr bis 17 Uhr, Terminal 3, Galerie. Also, Airport Stuttgart freut sich auf euren Besuch. So Leute, bin fast durch. Ich bin fast durch. Du bist, übrigens jetzt im Video, gell? Echt? Ja, und du? Ich denke, jetzt muss ich es mal angucken. Irgendeinen treffe ich. Darf ich vorstellen, Peter aus Köln? Grüß dich. Schön. Ist extra wegen mir gekommen, nicht wegen dem Bahnhof. Baby. Hat er extra geschrieben, sorry. Schön. Er hat geschrieben, er kommt wegen mir. Ja, du musst ja auch stand geblieben, weil wir dich gesehen haben. Ne? Das andere haben wir selber auch im Kopf. Alles andere ist Nebensache, gell? Also, ja, klar. Morgen Abend. Morgen Abend. Gewohnte Sendezeit. 20.30 Uhr. Da hat eh mal ein Klickli, wenn das neu stellt. Du, ja. Kommt doch eh nichts geiz im Fernsehen. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Im Fernsehen kommt doch bloß noch Müll. Ne? Ja, der alte Gelumpe. Später sehe ich, macht es ja nicht so viel aus. So, jetzt muss ich geschwind unterbrechen, weil ich was gesagt habe, was nicht so förderlich wäre für meinen Kanal. Das hat nämlich was mit meinem Privatsender zu tun. Und wir möchten ja nicht öffentliche Sender im Video schlecht machen. Deswegen muss ich geschwind abschalten. So. Bevor wir jetzt weitergehen, mal noch ein Blick hier auf die geniale Betonpumpe hier. Also, der Mund ist doch enger, oder?
So, also das ist hier die Godel-Bettungpumpe im halb ausgefahrenen Zustand. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Also wenn der Peter noch ein Foto schießen will, dann darf er gern noch ein Foto. Weil man sieht ja so eine Betonpumpe nicht jeden Tag. Ja, und hier haben wir das ITS, Leute. Das wird jetzt allerdings nur für den Ausgang benutzt. Und weil wir ja alles im Kasten haben, gehen wir jetzt mal nach draußen. Wir erklimmen jetzt sozusagen mal das ITS ohne Aufzug. Wo ist der Name oder was? Muss ich kurze Pause einlegen. So Leute, bald sind wir oben am Ausgang. Das ist der höchstgelegene Ausgang. Leute, ich habe gar einen Guss, dass wir so einen tiefen Tiefpunch direkt haben. Oder Tiefbahnhof haben. Was ist das Wort? Ja. So Leute,
Wir sind jetzt oben, man könnte sagen, man hätte den Mount Everest bestiegen. So kam es gerade vor. Ja, noch ein bisschen aus der Puste, aber wir schauen trotzdem noch mal von hier aus auf D4. Zum Abschluss hier in diesem Video, in dem extra langen Video, noch ein Blick, beziehungsweise das ist D3, aber nicht ganz verkehrt. Hier drüben haben wir D4. Also, da sind sie auch schon relativ weit fortgeschritten. So, dann praktisch vor uns zu Füßen liegt ja hier noch D9 und der ist ja auch schon richtig weit fortgeschritten. Da zoome ich auch mal rein. Also bei der Oberbewehrung sind sie schon und sie haben die letzte Lage begonnen. Das heißt, D9 ist fast abgeschlossen. Da fehlt dann noch eine Lage, die von da drüben kommt. Und dann wäre D9 soweit fertig. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch ein Stückchen weiter rüber hier. So, dann mal noch ein Blick auf D6 hier. Also, da haben wir auch schon begonnen mit der letzten Armierungslage. Die scheint mir aber auch nahezu abgeschlossen zu sein. Fast abgeschlossen, also ein wenig fehlt noch. Thank you.
komme ich zu wenig drauf. Ha? Mit den anderen komme ich zu wenig drauf. Ach so, okay. Deswegen. So, der fängt dann erst an, wenn das hier aufhört. Ah, okay. Mit dem kriegst du dann mehr drauf. Mhm. Gut. Also das ist ja von 18 bis 55. Ja, ja. Bei 55. Ja, ja, ja. So, mal gucken, dass ich noch ein Blitzchen da vorne erwischen kann. Das ist der Kicker, nein. So, da mal von hier aus noch ein Blick auf die Schalung von K21. Dann gehen wir von da aus auf SK24 mit der Öffnung für den Aufzug. Dann dahinter stehen schon mal die Schalungen für K25. Und dahinter kommt dann der Restkelch R14. So, dann schwenken wir über K28 rüber zu K27. Und der dürfte eigentlich so gesehen auch schon relativ weit fortgeschritten sein. Aber mit der Oberbewehrung, so wie ich jetzt von hier aus sehe, haben sie noch nicht begonnen. So. Und dann gehen wir mal rüber auf Restkelch R13. Ja, und jetzt hier haben sie jetzt auch schon begonnen mit der Abdichtung, also sprich, hier kommen Schweißbahnen hin. Ja, und hier stehen noch viel mehr Schweißbahnen rum, die wahrscheinlich nächste Woche auch noch verlegt werden. Ja, und hier drüben hat man dann schon praktisch das Ganze fertig gemacht hier. So. Thank you.
So, Peter, ich darf dir jetzt was überreichen. Und zwar das, was ich dir jetzt überreiche, das hat nicht jeder. Da kannst du sagen, den hab bloß ich. Nämlich der Peter bekommt von mir einen Kugelschreiber, nämlich mit meinen Initialien drauf. Peterchen, bedanke mich für die Begleitung. Hab mich gefreut, dich kennenzulernen. Ja. Und Leute, was heißt das? Das heißt erstmal Abschied nehmen von Peter. Natürlich noch nicht ganz. Aber Leute, das Video hat leider ein Ende. Und meine Kraft hat so gesehen auch ein Ende. Aber es freut mich, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte wie immer einen Daumen nach oben da. Und wer zum ersten Mal auf meinem Kanal gestoßen ist, hier unten kann man jederzeit kostenlos abonnieren. Hier rechts drüben gibt es ein Glöckchen, wenn man das aktiviert und auf alle geht, dann bekommt man jederzeit von YouTube eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Und das ist in letzter Zeit wieder recht häufig. Und nicht zum Vergessen, meinen Kanal und meine Videos zu teilen, mich weiter zu empfehlen, weil so viele zufriedene Abonnenten, wo ich jetzt hier getroffen habe, bei einem Parkdorf und einer Baustelle, ist der Wahnsinn. Jeder freut sich auf das nächste Video. Ja, und somit bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wie immer, bitte bleibt mir gewogen. Und was ganz wichtig ist, Leute, bitte bleibt oder werdet gesund und wir sehen uns im nächsten Video garantiert wieder. Und ich sage für heute Ciao von der offenen, tagoffenen Baustelle in Stuttgart. Am Mikro und an der Kamera, wie immer, euer Hemme. Und der sagt für heute Ciao, bis zum nächsten Mal.